Wir werden heute in die World Arena gehen. Wir starten direkt rein. Ich habe nichts geändert oder so. Nee, gar nichts geändert. Ich warte auf den Zeitpunkt, wo der Drop kommt. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis wir wirklich runtergehen. Belastend. Aber ich habe Angst vor diesem Drop. Aber man muss halt spielen, sonst passiert da auch nichts mehr. C3 erreichen kann ich auch so. Ne, da muss ich nicht so hoch sein. Okay, spielt wahrscheinlich gerade gar keiner. Cool, okay, ich freue mich jetzt schon. Ich habe Angst um den Onigoki-Typen da. Aber wenn... Er hat kein Speed-Lead. Er wird wahrscheinlich nicht so fast sein. Das Problem ist nur, wenn ich den picke. Ne, das ist... Da ist das Problem. Er darf, wenn er gestunt wird, ne, dann... Ihr wisst ja, was passiert. Das ist ein bisschen Quidditcher. Ne? Deswegen, ich bin gerade am Überlegen... Ich mach, glaube ich, so. Bann ich die? Ich glaube, ich banne sie. Ja. Er bannt Molly, okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also so Konfrontation von LD-Net-Fives ist schwierig, ey. Es ist echt schwierig, das einzuschätzen zu können. Das Problem ist halt, die Josie schätze ich und der Onigoki. Und vielleicht die Nasha. Ja, dass die schnell ist, dachte ich mir. Dann geht auf Tessarion, okay. Ich habe halt keinen Heal mehr. Das ist ein bisschen doof. Sie ist hier auf... Okay, sie ist auf Qual anscheinend. Okay. Sie ist auf Qual. Naja. Naja. Könnte den töten. Ja, das war abzusehen. Das mache ich, glaube ich, nicht. Aber wobei, die kommt so oder so dran. Let's go. Okay. Sie kommt so oder so ran. Okay, dass sie jetzt so hart prockt, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Muss ich tatsächlich sagen. Provo. Okay. Alter, die prockt doch jede runter, ey. Das ist ja cool. Ja, das ist ja cool. Jo, G1. Okay, jetzt geht's los, Alter. Wonsa, ha? Okay. Wonsa, ha? Garni Valantis. Okay, da will ich nicht unbedingt mit Molong jetzt reingehen, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht, was ich da bannen möchte bei dem gerade. Oh, ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie ist fein und ich glaube, ich nehme tatsächlich Sagar. Und ich banne tatsächlich Malaka. Oh, der will bomben. Ah, er will Bomberinos machen. Okay. Er hat aber nichts zum Detonieren, wenn ich die Sierra nehme. Aber er kann gut Bomben machen mit den da. Aber er kann nicht detonieren. Okay, deswegen bannt er jetzt auch die Juno, ja? Da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist ein Bomberteam. Das ist einfach ein Bomberteam, was er da spielt. Ja, das ist krass. Da bin ich jetzt mal gespannt. Shizuka hat Resistor. Ist nicht schlimm. Ja, Non-Stripper. Kann er nochmal machen. Glancing Stun auf Sagar. Provo überall. Bis auf Beißen. Man kennt's. Resisted Beißen. Okay, das ist ja fein. Resetted Shizuka. Okay. Molly hat Resisted, was Bar angeht. Aber das geht noch. Er kann noch nichts machen. Er kann Eisbombe machen. Guter Stun. Guter Deathbreak. Okay. Fett. Interessant. Überwältigt mich ein bisschen, weil das tatsächlich Kombos sind, die für mich komplett neu sind. Okay. Wofür Gianna, wie gesagt? Spiel einfach irgendein... So, nicht mal... Krass. Aber da wüsste ich auch nicht, was ich hätte bannen sollen. Malaka. Malaka wäre der Einzige gewesen, weil er der Hauptbombendealer wäre. Oder... Garni. Dann hätte er nur die Bomben nur einmal durchbekommen. Ich bin gerade so ein bisschen für Antares. Und... Wahrscheinlich Shizuka. Für das... Oblivion im Tessarion möchte ich bannen. Das ist egal. Gianna? Ja.
Wobei er wahrscheinlich eh keine keine Buffs hat. Ich glaube, ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Das ist fein, die Tetra da. Tessarion nehme ich? Ich weiß nicht. Er nimmt die Shimoli? Okay. Hier ist mein Heal. Das ist der Vorteil an einem Vamp-Molong. Ich bin nicht auf den Heal unbedingt angewiesen. Deswegen ist er bei mir auch auf Vamp und nicht auf Vio. Ja, weil wenn jetzt die Molly gebannt wird, ist so etwas, wo ich mir denke, kommst du noch mit klar, ne? Ich cutte, ist aber eigentlich egal, weil die Bombe macht nicht viel. Ich kann zwar da... Danke, Gianna. Ey, die stand ja noch schlechter als ein Druid. Ich finde die Gianna so scheiße. Ich bin auch im Überlegen, die zu entruhen. Tatsächlich. Also ins Lager zu packen für die Weltarena. Und andere Sachen mit den Runen. Weil die hat gute Vio-Runen drauf für mich. Ne? Viele mit einem guten... Mit einem guten Speedwert. Und ich schätze, dass ich da am Überlegen bin. Wen killen wir denn zuerst? Ich gehe mal auf den Werde erstmal. Oh, der lebt noch. Oh, jetzt nicht mehr. Das ist okay. Dann geht auf Mouchelong. Schmolong. Schildet den Verdi. Es geht auf Antares. Antares Cut. Hat der schon Dings gemacht? Ich weiß nicht, Stun. Okay, es reicht aber noch nicht. Oh, der ist auf Nemesis, okay. Oh, das tut nicht gut, Alter. Oh, das tat gar nicht gut. Das ist auf. Das ist der. Okay, wer ist danach dran? Gianna, okay. Ja, gar nicht gut gerade. Gar nicht gut. Nee, gar nicht gut. Der wird jetzt gleich einen Stack kriegen. Das Problem ist, ich würde gerne vor dem Stack, aber der geht nicht. Der geht auf Molong, oder? Der riskiert's. Oder geht er auf den Circle, um mit dem Leo eventuell nochmal dran zu kommen. Ja, er geht auf den Circle, okay. Ich cutte mal wieder. Ich kriege auch keine Stunts hin. Auf Drecks Nana, Alter. Ja, kill den Molong. Er hat wieder einen Stack. Ja, Bomberall. Ich fand's gerade so lustig, die Gianna, Alter. So richtige Vorführ-Gianna. Richtige Müll-Gianna. Ah, richtig Müll. Okay. Der crittet auch jeden. Der crittet einfach auch jeden, ey. Okay. Jetzt brauche ich nochmal einen Cut. Ne? Proc? Proc. Gehen wir jetzt mal einen Stun auf den, ey? Kannst du jetzt mal was strippen, Junge? Ja, danke, ey. Wow, Gegenangriff, cool. Also doch auf Revenge, war mir nicht sicher. Okay. Den kriegst du nicht mehr down vorher. Könntest du jetzt vielleicht schilden? Diesen Hampelmann da nicht. Nicht. Boah. Boah, das war jetzt sauer knapp, ey. Das war jetzt sauer knapp, ey. Okay. Mhm. Also du kannst mir erzählen, was du willst. Auf Dauer müsste ich gewonnen haben. Du kannst mir erzählen, was du willst, spielst. Also wenn der mich noch irgendwie wegkillt, ey, dann krieg ich's aber hart kotzen, Alter. Na gut, dann. Hat die 100 Res? Ich glaube, die hat 100 Res, oder? Ich glaube, anders. Hä? Warum treffe ich den Stun aber einfach keine Bombe auf die Alte, ey? Ist ja richtig zum Kotzen, ey. Oh, verdammt. Plus minus 0, ne? Zwei Loses, Alter. Dieser Bombentyp hat mich fertig gemacht. Warte mal, das muss ich mir mal angucken. Ich tue ihn mal in meinen Favoriten. Wir schauen uns noch mal kurz am Ende den Bomben-Dude an hier. Warte, ich glaube, wie kann ich das mal teilen favorisieren? Den Dude hier. Den muss ich mir mal angucken hier. So, Kampf beenden. Ich will wissen, ob der die ganze Zeit so spielt. Und wie und ob der echt so einen Erfolg damit hat. Nach Monster-Favoriten. Hier der Japanese-Dude. So. Okay, er bombt mit Pontos da mal. Ach so, der hat doch noch einen Pontos. Okay, läuft bei dem. Valantis. Valantis, Wonsa. Wonsa hat er ja, weil Wonsa halt
mehr oder weniger immer Farce ist. Leo, okay. Das war der davor. Den hat er verloren. Warum hat er den verloren? Okay, das, warte mal. Ja, Dominik, ne? Dominik's Bro. Muss man ja nichts zu sagen. Juno Bunn, ja gut, das war alles abzusehen. Wen hatte der gebannt jetzt? Nick, nicht die Sierra. Wen hat er gebannt? Ah, den Valantis hat er gebannt. Okay. Okay. Jetzt kommen die Bomben. Ah. Hä? Alter. Was war das denn, Alter? Der hat einfach resisted. Ja, der spielt aber G1 rum, ne? Ja. Und immer nur dasselbe Team. Tableau, hat er den gewonnen? Der hat er verloren. Ja, gut. Ja, okay, der ist Sekhmet. Sekhmet war ich auch ganz kurz am Überlegen zu picken, tatsächlich. War ich auch am Überlegen. Sekhmet wird halt resetten, oder? Ja, safe. Der wird halt Malakka resetten. Ne, Pontos. Ah, okay, er hat Pontos genommen. Ja, okay. Kleiner Pushback. Tableau reset. Jetzt macht der... okay. Okay. Ich meine, ich werde nie wieder gegen so ein Team spielen. Davon gehe ich aus. Aber es ist immer noch gut zu wissen, was man hätte machen können. Und ich denke, ich hätte auch Sekhmet und wahrscheinlich Ishir nehmen müssen, um den First Turn noch zu bekommen. Ja, und halt gegebenenfalls auch tatsächlich auch einen Mor noch zu picken. Warte mal, ab bei welchem Punkt war mir das klar, dass er bombt? Am Anfang überhaupt nicht. Da habe ich, also ich hatte Colonel First Pick, das ist fein. Dann hat der Sierra Vonsa gepickt. Gut, da war es noch nicht fest, was er macht. Ja gut, mit Garni Valantis auch nicht. Also Malakka, mit Malakka war es erst klar, was er macht. Und das wäre schon zu spät gewesen. Pickt er Malakka immer? Nee, fast gar nicht. Sehe ich gerade, selten. Okay. Hier hat er verloren und hier hat er auch verloren. Also er hat zweimal... Ja gut, der hat ja vollkommen resisted, Alter. Ist ja der Hammer. Das Gute ist, es war ein G1-Spieler. Ich habe kaum Punkte abzubekommen. Ich bin jetzt, glaube ich, bei plus minus 0 wieder. Ja gut, okay. Okay, also ich muss merken, Sekhmet wäre gut gewesen für den Reset auf jeden Fall. Ansonsten Ishir, um eventuell zu outspeeden noch. Und Mor wäre nicht schlecht gewesen. Das Problem ist nur, dass alle drei Monster nicht zu meinen Basic Picks gehören. Also sehr situationsabhängig sind. Und ich hätte sie jetzt, als ich das gesehen habe, das wäre so Garni... wer war davor? Also Garni und Valantis. Da hätte ich nicht unbedingt auf den Mor oder auf den Dings getippt, muss ich tatsächlich sagen. Ich hätte den da trotzdem nicht reingepickt. Das war mir zu unoffensichtlich, was er vorhat. Der Malakka hat mich am Ende komplett rausgebracht. Wen hatte ich gebannt? Sierra. Sierra-Bann war anscheinend gar nicht gut. Ja, okay. Gut. Ich bin durch. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen. Haut rein.